Ja, und damit mal willkommen zu einer Runde Car Mechanic Simulator. Ich habe schon das Profil soweit erstellt. DLCs haben wir auch ein paar. Wobei die anderen Playmove und so brauche ich eigentlich nicht. Porsche können mich mal noch interessieren. Ein paar Mods haben wir auch drin. Ja, lalala, siehst du. Was wollte ich jetzt noch sagen? Wir fangen einfach mal an. Ihr habt extra eine neue Garage gemacht, weil. Ja, sonst macht es auch keinen Sinn, ne? Finde ich. Machen wir mal neue Garage, klein nach groß. Jo, mal sehen. Mal ein bisschen reingucken, was sich so geändert hat. In der neuen Version. Ja, und wir stehen halt noch ziemlich am Anfang. 4000 Geld haben wir, Anruf haben wir 2. Und Aufträge ist das, glaube ich, einen oder Popularität. So, kleine Werkstatt, das Nötigste haben wir schon alles. Computer für die Teile. Ich glaube, I war das. Ne, I ist Inventar. Was war ein Tablet? Kann mich schön hocken, gut. Hier mein Computer. Tuning, Tuning, Tuning. Ich glaube, wir haben noch kein Handy, das müssen wir, glaube ich, erst noch kaufen. Cool, Workshop-Strecken gibt es auch mittlerweile. Okay. Was haben wir hier? Danger. Ja, und später kann man ja das alles noch ein bisschen ausbauen. Wir haben Sicherungen, Ölablaufding. Wie war das jetzt mit den Aufträgen annehmen? Telefon? Aha, genau, Handy haben wir ja noch keins. So, was haben wir hier? Ein Problem mit den Bremsen. Okay, dann schauen wir mal. Mal sehen, wann wir den VW Golf so reinkriegen. Das selber habe ich auch rein. So, ein schöner Audi. Ist ein Mod übrigens. Problem mit den Bremsen. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir den nochmal auf die Hebebühne. Achso, warte mal, wir laden das jetzt. Halten, drücken für Aktion. Ja, da machen wir aber Tür auf und zu. Und wir können ja mal reingucken.
ich mag diese Lüftungsdinge irgendwie nicht so. Die nehmen so viel Platz in der Mittelkonsole. Ja, sonst schick, ne. So. Fahrenkarte. Ach, wie konnten wir den jetzt verschieben? Das ist das. Da. Wie könnte man den jetzt verschieben? Ich glaube, wir gucken nochmal in die Steuerung. Speichern. Ich sage es ja schon ein Stück her, wo ich das letzte Mal gespielt hatte. Eingabe. T ist Tablet. Tablet abrufen. Aber T ging doch gar nicht. Ich glaube, wir haben ja noch gar kein Tablet. Na gut. So viele Steuerungstasten gibt es da ja nicht. Nee, wir haben doch gar kein Tablet. Okay. Ah, Rechtsklick. Montage. So, jetzt machen wir erstmal die Tür wieder dran. Eieiei. Und den Spiegel darf man auch nicht vergessen. Okay. So, hier war das Fahrzeug-Info, Inventar, Einkaufsliste, Tablet, PC. So, Fahrzeug bewegen. Hebebühne. Genau so war das. Okay. Dann lassen wir nochmal hoch. Dann noch ein bisschen höher. So, schauen wir mal. Warum ist die ziemlich verrostet, wa? Die schaut gut aus. Die ist auch irgendwie verrostet. Und die schaut wieder gut aus. Also wir haben irgendwie über Kreuz ein Problem. Ach, mir verbauen noch die Sch... Genau. Ich hab mich auch erst wieder dran gewöhnt. So, Rad weg. Den Sattel weg. Und dann kriegt man auch die Bremsscheibe wieder raus. So, und dann haben wir hier vorne noch. Springen wir auch gleich mal hin. Auch der Sattel ist aber noch okay. Schaut zumindest so aus. Und lege weg, Scheibe weg. So. Okay. Dann brauchen wir jetzt zwei neue Scheiben und einmal einen Bremssattel. Ersatzteile. Okay. Brauche auf jeden Fall den Sattel. Einmal, ja. Und Bremsscheibe müssen wir jetzt gucken, welche das war. Innen belüftet. Okay.
Ah, brauchen wir zwei. Ach, die Maus geht jetzt wieder zu langsam, ey. Hätte ich sie noch nicht so runtergedreht. So, dann können wir eigentlich schon wieder zusammenbauen. Ah, jetzt haben wir zwei. Okay, hinten brauchen wir eine normale Bremsscheibe. So. Ja. So. Das gleiche hier vorne. So, erstes Auto fertig. Da haben wir zum Beispiel einen Golf, ne? Ach, hier war das so. Fahrzeugauftrag beenden, haben wir ja alles fertig. ABS-Steuergerät haben wir jetzt nicht gefunden und so, aber das könnte man noch machen. Ja, das machen wir noch. So, jetzt haben wir alles und dann muss man beenden den Auftrag.
Es fehlt Türscheibe von links. Oh. Ups. Mal beinahe hier eine Türscheibe unterschlagen. So, da haben wir das erste Auto schon weg, ne? Holen wir uns gleich mal den nächsten. Telefon. Aber es ist aber ein Golf, ne? Lotz. Emden-Lotz. Na gut. Ein bisschen Rost hat angesetzt, aber sonst. So, Lüftfilter, Reifen Allwetterbraucher und ein Kraftstofffilter. Okay. Dann schicken wir den erstmal auf die Hebebühne. Da haben wir Kraftstofffilter. Das hier. Hier ist Ölfilter. Kraftstofffilter. Da muss hinten irgendwo sein im Tank. Kraftstofffilter. Kraftstofffilter. Wo hat er jetzt seinen Kraftstofffilter? Verdammt. Da haben wir noch. Kriegt man den so raus? Nee. Hier rangehen. So. Filter. Die Luftfilter haben wir, glaub, den hier nehmen. Oder den hinten. So, Deckel wieder auf. So.
Haben wir überhaupt so eine Maschine? Sind die hier 205, 55, R16. Ist dann hier 205, ne? Müsste das dann so sein, ne? Nehme ich auch nicht so gut aus jetzt. 205, 55, R, 16 Zoll. 205, 55, R, 16. Müsste schon passen, ne? Jetzt!
fehlt hier noch was? Keine passenden Ersatzteile. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Ach, Mann, ey. Huch, ja, Tablet haben wir ja noch keins. Hier war das. Reifen, Allwetter. Wir wechseln es mal. Aber die Reifen passen doch eigentlich, oder? Warte mal, wir ziehen noch mal einen ab. Warte, was sind die? 205, 55, 116. Haben wir schon richtig bestellt. Und was will der jetzt mit den Reifen? Ich kann das nicht verstehen, das sind die gleichen Reifen. Erlaubter Ersatzteilzustand 100%. Der will noch neue Felgen, der Depp. Der will noch neue Felgen. Moment, was haben wir denn hier? Felge wird 16 Zoll, ein Prestige 0. Okay, jetzt muss er wieder abziehen. Ach, ey. Könnte man hier eigentlich schon mal das Öl ablassen. So.
100%, 100%. So, wo ist der Messstab? Hier. Ja, das sieht gut aus, kann man so lassen. Mal gucken. Jetzt muss es ja passen. Na, siehste. Dran. Schön. Ja, dann kommt den Auftrag auf. Huch. Abgeben. Und ich sag damit auch, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao.